Jetzt wissen wir also, was medial ist und was es ungefähr kann. Schauen wir uns die fünf wichtigsten Schritte zur Optimierung Ihres Video-Workflows in Moodle an und wie medial bei jedem einzelnen Schritt helfen kann. Erstens gehen wir zum Thema Sicherheit. Um es kurz zusammenzufassen: Wenn Sie derzeit die Standard-Video-Funktion von Moodle nutzen, um eine Videodatei hinzuzufügen, fügen Sie die Datei im Grunde nur zu einem Webserver hinzu, der für alle zugänglich ist, ohne zusätzliche Sicherheit und Skalierbarkeit. Es ist sehr einfach, eine MP4-Datei in Moodle hochzuladen, indem man die in Moodle eingebaute Funktion zum Hochladen von Dateien nutzt. Der Inhalt wird dann jedoch vom Moodle-Server geliefert, der nicht als Medienserver konzipiert ist und den Inhalt effektiv auf jedes Gerät zu streamen. Das Hinzufügen vieler großen Mediendateien zu Moodle führt auch zu Problemen für Ihren Moodle-Administrator. Die Moodle-Dateiverwaltungsschnittstelle macht es außerdem schwierig, Ihre Medieninhalte effektiv zu verwalten. Wir werden dieses Thema später noch einmal aufgreifen. Mit Medial ist das ganz anders. Indem Sie entweder die Medialaktivität oder wie hier abgebildet den Medial-Auto-Editor-Button verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte sicher in Moodle eingebettet sind. Das Medial-Plugin von Moodle verwendet LTI und das bedeutet, dass die Inhalte nur funktionieren, wenn der Nutzer in Moodle angemeldet ist. Es sei denn, Sie möchten die Inhalte an einer anderen Stelle zur Verfügung stellen. Wenn die Nutzerinnen die Inhalte weiter verbreiten wollen, gibt es auch einen Workflow außerhalb von Moodle, das Produkt Media Library von Medial, ein benutzerfreundliches Videoportal, das mit einem integrierten internen YouTube vergleichbar ist. Kann es zu Nutzern ermöglichen, ihren Videolink anonym zu teilen, ähnlich wie man ein nicht aufgeführtes Video auf YouTube teilen würde. Sie können aber auch einen Einbettungscode verwenden, um das Video in einem Wiki, einem Blog oder einer Webseite verwenden. Die Inhalte können auch gesperrt werden, sodass man sich mit einem einfachen Klick erneut anmelden muss.